Herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Copter Pro. Und zwar heute mit einem ganz wichtigen Thema, das nur bis 30.09. Zeit hat. Also bleibt auf jeden Fall dran. Es geht um die Drohnenförderung des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung bzw. die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Also bleibt auf jeden Fall dran, falls ihr Drohnenförderung beantragt habt bzw. Anträge gestellt habt und wissen wollt, wie der Auszahlungsantrag funktioniert, schaut euch unbedingt dieses Video an. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Also wie ich schon im Vorspann gesagt habe, geht es heute um die Förderung von Drohnen zur Rickettsrettung über den Bund, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Ihr konntet die Förderanträge bis zum 1.9.2022 stellen, was wir euch bei uns auf der Seite bei copterpro.de auch unter Breaking News dick und fett hingeschrieben haben, dass ihr wisst, was wird gefördert. Nochmal die Drohnensets abgebildet, was müsst ihr in den Antrag schreiben und so weiter. Da wir aber selbst nur Händler sind und kein Verein sind, also selbst keine Förderung beantragt haben, arbeiten wir ganz eng mit der Stelle eben zusammen, also mit der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Also vielen Dank an die Sachbearbeiterin hier in dem Sinne mal, die uns da auch immer mit Informationen versorgt, die wir an euch weitergeben können. Ebenfalls möchte ich mich bei einem Kunden bedanken, und zwar dem Bernd. Vielen Dank, Bernd. Das ist die Rickettsrettung Euskirchen, und zwar könnt ihr auch gerne mal gucken, beziehungsweise ich werde auch noch mal ein paar Sachen verlinken, auch mal ein Spendenkonto, wenn ihr eine Spende hinterlassen wollt, weil vielleicht ist das für euer Förderantrag jetzt entscheidend, zum Beispiel die Information, die der Bernd mir zur Verfügung gestellt hat. Also, wir haben natürlich viele Vereine ausgestattet und wir wollen natürlich auch, dass viele den Förderantrag richtig stellen. Deswegen jetzt einfach das Video, damit ihr seht, was ihr alles in diesen Förder- bzw. Auszahlungsantrag reintun müsst. Ja, ihr habt im besten Fall den Antrag gestellt vor dem 1. September 2022. Ich muss mir jetzt so eine kleine Lesestütze holen. Der Bernd hat mir alle Informationen schön aufgelistet geschrieben. Also wie gesagt, echt vielen Dank. Also, der Antrag auf Förderung, dieser wird digital zur Verfügung gestellt, wenn man den Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn bis 1.9. gestellt hat. Das ist ja das, was ich euch auf der Seite auch gesagt hatte. Ihr müsst den Antrag bis 1.9. stellen und dann kriegt ihr eben, beziehungsweise ist der Antrag auf diesen vorzeitigen Maßnahmenbeginn, und dann bekommt ihr eben eine TAN-Nummer. Und diese TAN-Nummer ist wie so eine Vorgangsnummer, beziehungsweise es gibt eine TAN und eine Vorgangsnummer, und diese zwei Nummern sind entscheidend, um diesen Antrag auf Auszahlung zu stellen. Ganz viele fragen uns, ja, wir haben den Antrag jetzt gestellt, wir haben ja gar keinen Bewilligungsbescheid bekommen. Dieses Jahr gibt es auch keine Bewilligungsbescheide, sondern nur Eingangsbestätigungen über den gestellten Antrag. Das heißt, das Risiko, die Drohne zu kaufen, liegt irgendwo dann doch noch bei euch. Also ihr könnt sie kaufen, es ist aber kein Verlass darauf, dass ihr die Förderung kriegt. Stellt ihr die Anträge richtig, ist alles in Ordnung, dann solltet ihr auch die Förderung im besten Fall bekommen. So, also ihr habt den Antrag gestellt, ihr wollt jetzt diese Auszahlung beantragen. Da kommt ganz oft die Frage, dürfen wir die Drohnen denn jetzt kaufen? Ja, ihr dürft die Drohnen kaufen, denn ihr müsst die Drohnen auch vor dem 30.09. kaufen bzw. vor dem 30.09. diesen Auszahlungsantrag gestellt haben. Und zu dem Auszahlungsantrag gehören einige Formulare, unter anderem auch der Kaufbeleg, also die Rechnung, und auch ein Auszug, also ein Kontoauszug von eurem Vereinskonto. Also ihr habt jetzt zum Beispiel nicht genug Geld auf dem Vereinskonto, ist überhaupt gar kein Problem, überweist von eurem privaten Konto oder von den Spendern das Geld auf euer Vereinskonto und dann überweist es erst den Händlern, damit ihr quasi vom Vereinskonto das Geld bezahlt habt, damit es da gar keine Probleme bei der Förderung nachher gibt. So, also, was haben wir noch? Man kann ihn mit der TAN, also den Antrag, aus der Eingangsbestätigung herunterladen. Dieser ist vorausgefüllt, man muss nur noch Daten ergänzen oder gegebenenfalls auch ändern. Diesen dann digital unterschreiben und mit den Anlagen wieder hochladen und handschriftlich unterschrieben. Oder das geht auch meines Wissens nach mit dem neuen Ausweis auch digital per Post versenden. Bitte
als Einwurf einschreiben. Das sind Behörden. Das heißt, es kommt nicht immer direkt zum Richtigen. Ihr müsst aber einen Beleg haben, dass ihr es vorm 30.09. quasi erledigt habt. Also, wir haben den Antrag gestellt, alles gut. Jetzt haben wir diese Vorgangsnummer, TAN-Nummer, damit locken wir uns quasi ein. Dann haben wir unseren Auszahlungsantrag, den wir ausfüllen müssen, die Anlagen hinzufügen, entweder digital wegschicken oder eben per Einwurf einschreiben, wegschicken. So, jetzt habe ich noch zwei Sachen zu ergänzen, beziehungsweise bevor ich zu den Anlagen komme, die dabei sein müssen. Ihr müsst Folgendes machen. Ihr müsst alle Mitglieder, das ist eine Info, die ich von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung bekommen habe, also nochmal vielen Dank an die Sachbearbeiterin. Es geht also folgendermaßen zu. Ihr müsst oder ihr habt eine Vereinssatzung und in der Vereinssatzung ist zum Beispiel ein Vorstand, ein Vorsitzender, ein Schatzmeister und was auch immer mit reingeschrieben. Dann müssen auch alle Leute, die in der Satzung genannt sind, mit auf diesem Auszahlungsantrag unterschreiben. Das ist ganz wichtig. Also ihr müsst da wirklich alle unterschreiben lassen. Ja? Den Zusatz haben wir noch bekommen. Ich denke, wenn jetzt da eine Unterschrift fehlt oder sowas, kann die wahrscheinlich auch nachgereicht werden. Also reicht sie dann auch bitte nach. Das wäre auch ganz wichtig. Jetzt kommen wir zu den Anlagen, die ihr dem Auszahlungsantrag beilegen oder hinzufügen müsst. Also das ist die Eingangsbestätigung des ersten Antrags. Die habt ihr ja bekommen und euch im besten Fall, wie ich gesagt habe, als PDF abgespeichert. Einen aktuellen Auszug aus dem Vereinsregister, der darf nicht älter sein als 6 Monate. Den könnt ihr beim Amtsgericht beantragen oder über den Notar auch nochmal beantragen. Dann habt ihr den relativ schnell und könnt ihn dann dem Auszahlungsantrag beifügen. So, dann müsst ihr hinzufügen die Vereinssatzung, also eure Gründungsurkunde im besten Fall mit der Satzung. Dann die Rechnung über die beschaffte Drohne. Das ist dann im besten Fall die Rechnung von uns oder von anderen Händlern. Das sei mal dahingestellt. Aber das ist die Rechnung von dem Händler. Am besten ist da auch genannt, welches Modell ist das und so weiter. Die Seriennummer steht meistens auf der Rechnung oder bei uns zum Beispiel auf dem Lieferschein mit drauf. Dann der Zahlungsnachweis mit dem Kontoauszug, dass die Rechnung bezahlt wurde. Bitte, wie ich gesagt habe, vom Vereinskonto bezahlen, nicht privat bezahlen. Es soll alles wirklich über den Verein laufen. Ja? Und ein Datenblatt der Drohne mit Nachweis der geförderten Spezifikation. Das sind ja diese 20 Minuten Minimum Akkulaufzeit, die Home-Return-Funktion und eine Echtbildkamera mit Wärmebildsensor. Das haben wir aber auch separat nochmal auf die Rechnung geschrieben als technische Details. Das heißt, ihr habt eigentlich alles, was ihr braucht, da schon mit drin. Wir schicken aber auch jedem Kunden nochmal ein Datenblatt der Drohne mit. Also das habt ihr dann auch dabei. Legt das dem Antrag bei, dann könnt ihr das alles wegschicken. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ihr müsst über euren Antrag mit der TAN, mit der Nummer quasi, der Vorgangsnummer euch einloggen. Dann übernimmt dieser Antrag quasi die meisten Daten schon so. Ich hoffe, ich habe es so richtig verstanden. Dann geht man quasi hin, trägt den Rest noch ein, den man da braucht, fügt alle Anlagen hinzu. Natürlich muss die Drohne zu diesem Zeitpunkt schon gekauft worden sein. Die Rechnung vom Händler liegt vor. Die Drohne wurde schon bezahlt. Ob die ausgeliefert ist oder nicht, das spielt im Endeffekt gar keine Rolle, weil sie muss nur bezahlt werden. Die meisten Drohnen, bei uns ist das mittlerweile oder eigentlich schon immer so, läuft ja eh in Vorkasse. Das heißt, man bezahlt erst und kriegt dann die Ware zugeschickt. Deswegen spielt es ja im Endeffekt keine Rolle. Bezahlt das schon mal vom 30.09., ob die Drohnen aktuell lieferbar sind oder nicht, spielt mal, wie gesagt, da keine Rolle. Hauptsache, ihr könnt euren Antrag auf Auszahlung stellen und dann seid ihr hundertprozentig safe. Packt diese ganzen Anlagen in euren Antrag hinzu. Entweder ihr macht es digital oder ihr macht beides. Geht auch, dass ihr es einmal digital abschickt, einmal per Einwurf einschreiben, wegschickt. Ansonsten, wenn ihr es nicht digital könnt, macht es per Einwurf einschreiben. Also nochmal vielen herzlichen Dank an Bernd von der Regelsrettung Euskirchen e.V., die uns da unterstützt haben, die den Förderantrag eben über uns gemacht haben, beziehungsweise die Drohnen über uns beschafft haben und mir jetzt bei der Auszahlung wichtige Tipps von einem wirklichen Verein gegeben hat. Also wirklich vielen, vielen Dank. Lasst vielleicht eine kleine Spende da, würde uns freuen. Auch vielen Dank an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, die wirklich offen sind, uns helfen, bei Rückfragen anrufen. Das hilft uns sehr, hilft auch unseren Kunden, damit wir euch einfach helfen können, dass ihr auch das Geld dann nachher kriegt. Wie lange das dauert, bis das Geld kommt, das kann ich euch nicht sagen. Ihr könnt da natürlich gerne mal eine E-Mail hinschreiben oder anrufen bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung und die sagen euch, dann ist alles denn korrekt eingegangen, da könnt ihr euch erstmal ein bisschen zurücklehnen. Ja, ansonsten
freuen wir uns, verpasst die Frist nicht. Man weiß nicht, wann die nächste Drohnenförderung kommt. Viele Kitze werden es uns auf jeden Fall danken. Ansonsten abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen hoch. Bei Fragen schreibt es in die Kommentare. Scheut euch nicht, uns anzurufen, falls ihr da irgendwie unklar seid, Fragen habt oder sowas. Bis 30.09., das ist die Deadline. Da müssen wir wirklich alles gestellt haben. Am besten schon früher. Und da kriegen wir das auch hin. Also wir sind da auch gerne Ansprechpartner für alle, die das machen wollen. Ja, ansonsten schaut mal bei unserem Podcast vorbei. Copter Pro auf iTunes und Spotify. Und ansonsten bis dahin. Macht's gut. Euer Alex von Copter Pro.